Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play auf Ark Valguero. Ich habe gerade mein Level Up geschafft und habe jetzt auch endlich den Rex-Sattel gelernt. Und jetzt machen wir unseren ersten Ausritt. Ich freue mich. Mal schauen, was die kleine Dame so alles kann. Ich habe sie noch nicht gelevelt bisher, weil auch das werde ich nochmal lünkern. Ich denke, die 10.000 machen wir erstmal voll. Und den Rest auf Schaden. Ich denke, die ersten Level, die kriegt sie erstmal auf Schaden. Und dann schauen wir mal. Jetzt dürften wir ja durch ein paar Kills ruckzuck. Die ersten 20 Level, die kriegt man ja immer zügig. Und der Kano ist da hinten auch noch, wobei der macht man ein bisschen Kopfzerbrechen. Denn der Kano ist Level 60 und bin mir nicht ganz sicher, inwiefern das vielleicht stark wird. Oder schwer für uns, je nachdem, wie man sieht. Ich fange erstmal mit ein paar leichten Sachen an, also hier mit so einem Bronco. Da gehe ich allerdings ohne großartige Vorkenntnisse einfach direkt rein und der wird erledigt. Also das Level, egal, da beiß ich rein. Da wird nichts Großartiges sein. War vorher hier mit Mammut noch fleißig am Farmen, deswegen sieht man hier so gut wie kein Bäumchen. Ich habe hier alles abgefarmt, was ging. Und jede Menge Brontos sind jetzt deswegen auch nachgespawnt. Weil hier waren auch alle Tiere weg. Also hier waren nur ein paar kleine Tiere da, die kaum der Rede wert waren, glaube ich jetzt mal so. Die habe ich auch dann alle abgefarmt. Die waren auch weg. Das Mammut ist unheimlich cool. Durch den Knockback, den es hat, also diesen Rückstoß, bringt man sich eigentlich immer dadurch ziemlich gut in Sicherheit. Und kann währenddessen die Tiere ganz gut wegklatschen. Es macht Spaß, das geht gut. Also ich fühle mich nicht sehr unsicher, wenn ich auf dem Mammut sitze. Gehe da auch dann so den einen oder anderen Kampf ein. Nur der Kentro, der ist ein bisschen schwierig, weil wenn ich da drauf beiße, mit jedem Biss bekomme ich halt Schaden durch seine Spikes, die er auf dem Rücken hat. Oh, der scheint ein größeres Level zu sein. Das werde ich mal gucken. 140, okay. Wenn man das mal so überlegt, was der mir da jetzt an Leben gekostet hat, das ist doch schon einiges. Dann werde ich die nächsten Punkte dann doch lieber auf Leben geben. Einmal Force feeden, aber ne, komm. Das können wir so neben dem Bronto machen, das ist, denke ich, kein Problem. Und bevor wir auf den Kano gehen, werden wir richtig unser Leben mal pushen. Ich hoffe mir einiges dadurch, also Punkte natürlich. Und hoffe auch, dass ich es schaffe. Also es wäre jetzt blöd, wenn mein kleiner süßer Rex hier das nicht schafft. Na, Wolfi, das ist meiner. Tja, hat Wolfi sich auch so gedacht und dann seine Hinterläufe in die Hand genommen und ist erstmal abgedüst. Na, kommt er nochmal wieder? Ne. Der traut sich, glaube ich, nicht wirklich. So, nächster Bronto, nächstes Level. Ja, vielleicht gehen wir auch auf 15.000. Also, ich denke, 15.000 Leben sollte so ein Rex schon haben. Und den Rest geben wir dann auf. Auf Damage. Guck gerade. Ob ich irgendwas schon wegschmeißen kann davon? Nein. Und hier auch die Werte hatte ich noch so mal ein bisschen geguckt. Aber gut, ich pushe den jetzt erst einmal bei der Gelegenheit.
Na, da kommt wer angesprungen. Okay, das ist der Wolf. Der hat sich jetzt gerade überlegt, ob es beißt. Da willst du doch fighten. Ja, okay. Das Blöde ist, wenn der schafft, wirklich hinter mir zu bleiben, habe ich keine Chance. Oder nochmal auf die Idee kommt, mich von hinten anzuspringen. Ich doch lieber einmal ganz kurz ein Tauchbad nehmen. So, aber wie gesagt, Kano. Dauert aber ein Weilchen. Weil ich eher davon ausgehen werde, dass ich den gar nicht mehr probiere, oder? Also neugierig bin ich, aber da mache ich wirklich nur, wenn ich wirklich 100% habe. Werde ich wohl eher noch ein bisschen nach oben gehen. Oder genau in die andere Richtung. Rechte Seite von meiner Base und da erstmal noch ein bisschen Fleisch farmen. Ist ja nicht so, als wenn da jetzt keine Tiere mehr rumlaufen würden. Wobei, im Moment sind es ganz wenig Hütis, die bei mir an der Base rumlaufen. Ich glaube, da hat sich rumgesprochen. Hör mal, der hat letztens einen Kollegen von uns einfach aus dem Wasser getämt. Und da hauen wir dann lieber ab, bevor uns das auch passiert. Obwohl, wie gesagt, ich bin noch ein liebes Herrchen. Doch ein liebes Bärchen. Okay, Gleisen habe ich weg, aber... Oh, guck mal, da ist doch ein Typ. Das wäre jetzt auch so eine Sache. Kriegt der Rexen 4 oder nicht? Oh, hier ist erstmal eine ganze Horde Wölfe vor der Base. Das ist wieder hier. Ich mag das nicht, wenn das leckt. Ja, was bist du, Packleader, denn für eine 830er? Okay, aber 130er Härchen. So, Rex, der Kano ist wieder auf der anderen Seite, kommt aber ein bisschen näher in diese Richtung her. Müssen wir mal im Fokus halten. Die extra nicht im Sprint, weil ich würde dem Yuti auch gerne mit voller HP. Obwohl, okay, wenn ich jetzt schaffe, hinten an den ranzukommen, vielleicht habe ich dann eine Chance. So. Attacke. Gucken, was der so macht mit dem. Der kam wohl nicht dazu, noch seinen Ruf zu machen. Oh, zwei Level. Habe ich einen übersehen oder gab der Yuti so viel? Komm, noch zwei Punkte da drauf. Bestimmt durch die Wolfkämpfe gerade habe ich das nicht richtig gesehen, dass es da was gab. Wird hier extra ein bisschen langsamer aus, weil ich brauche ein paar grundlegende Sachen noch. Also was heißt grundlegende Sachen? Also ich möchte die Pfeile oder ähnliche andere Sachen jetzt halt nicht wegschmeißen. Ich gehe ein bisschen sparsam um mit gefundenen Ressourcen.
Ganz langsam bauen wir uns auch auf. Ups. Ganz langsam bauen wir uns auf. So. Gehe ich schon mal in diese Richtung oder soll ich außen rum gehen? Ne, ich gehe in diese Richtung. Eigentlich wollte ich gehen und nicht schwimmen, aber gut. Kano ist rechts, das heißt, ich halte mich links. Denn ich bleib dabei. Volles Leben. Alles andere ist mir zu heavy. Mit dem Adler da. Macht der Moonwalk am Berg. Yeah! Der macht Moonwalk am Berg. Hab ich auch noch nicht gesehen. Immer wieder ein paar lustige Sachen. Immer wieder irgendwelche ersten Male, die man hier sieht. Was man so noch nicht gesehen hat. So, hier ist auch alles leer geräumt. Das ist ein 15er. Guck schon mal fürs Wochenende, ob da vielleicht ein paar hohe Tiere dabei sind. Hier in der Nähe ist ein 140er Dödi, habe ich schon gesehen. Der wird am Wochenende dann auch angegangen. Allein, dass wenn ich dann auf Steinetour bin, dass ich mit zwei Tieren direkt losziehen kann. Zumindest, wenn ich bodengebunden unterwegs bin. Wenn ich natürlich nach wie vor mit einem Flieger zu einem Steinschrott fliege, wie ich das jetzt aktuell mache, schnappe ich mir den Dödi, den Adler und die Düsen dann hier oben hin. Dann nehme ich natürlich nur einen und dann immer den High-Level mit. Aber sollte ich halt zu Fuß unterwegs sein, dann nehme ich zwei mit, wenn wir denn zwei haben. So, hier sind neue Spikes dazugekommen von den Nachbarn. Die sind allerdings leider gerade nicht online. Weil ich habe jetzt auch wieder angefangen, die Nachrichten in den Chat zu schreiben. Kenne ich nicht, der ist auch neu. Also Nachrichten im Chat zu schreiben, dass die Leute halt bitte drauf achten sollen und ihre Spikes und sämtlichen anderen Wände und so weiter auch abreißen. Weil das halt irgendwie keinen Sinn macht, die stehen zu lassen. Bin mal gespannt, wie das aufgenommen wird. Also wie die generelle Resonanz ist. Jetzt ist mitten in der Nacht, also spielen jetzt so außer mir dann glaube ich noch so drei, vier andere. Da ist also noch nicht so viel Resonanz. Ich schau mal. Da ist wieder ein Trike im Endlosangriff. Also eine kleine Verbesserung, denke ich mal, haben sie geschafft. Weil am Anfang, als sie diese Ansturmattacke den Trikes beigebracht hatten, war jeder Trike in dieser Animation hing fest. Konnte sich also keiner daraus bewegen. Aber mit dem großen Patch, den sie da letztens gemacht hatten, wo es dann hieß, Fehler sind behoben, die Animation ist nicht mehr, na, da haben sie nicht wirklich ganz akkurat gearbeitet. Fehler treten schon noch auf, aber ich würde denen zugestehen, dass es nicht ganz so oft mehr ist wie vorher. Ja, weil den Trike, den interessiert das auch nicht, der dreht sich in meine Richtung, aber das war's auch. So, ich wollte mir eben den Rex gucken. 50. Da würde eine 1 ganz cool voraussehen. Wenn man noch eine 1 wäre, aber nur 50. Naja.
Da bin ich jetzt verwöhnt. Meine kleine Süße, die soll natürlich auch einen gleichwertigen Partner kriegen, ne? Ey, hau mich nicht. Noch hau ich dich nicht. Jetzt darfst du mich hauen. Jetzt ist okay. Ach, Max, verschwende nicht die Zeit mit Brüllen. In der Zeit kann ich mich dreimal beißen. Etwas unpraktisch, wenn du sowas tust. Also Brontos geben ordentlich XP, muss ich sagen. Das lohnt wirklich. 13.000, also ich denke, wir kommen gut auf die 15.000. Da kommt ein neuer blauer Airdrop runter, da werden wir mal hindüsen. Weil wir sind ja sowieso hier oben unterwegs. Allein XP farmen. Ich schau mal. So, das sind 14, 9, 10. Und jetzt kill ich mein Schäfchen. Ich weiß nicht, ob sich das Schäfchen killen generell lohnt für XP. Kann ich mir nicht vorstellen. So, geben wir dem mal einen kleinen Augenblick, bis das System weiß, dass was passiert ist. 14, 21, das waren 3 Punkte. So, 14, 21, jetzt machen wir einen Fall. Sind 35, das ist ein größerer Sprung. Obwohl ich jetzt gewundert habe, warum das so schnell ging. Ja, aber scheint so. Also die Schäfchen farmen nur für wegen XP lohnt sich nicht. Das tut den Schäfchen dann auch weh. Das lassen wir. Drum und ab. Ich würde echt lachen, wenn wir jetzt in einem Airdrop einen Rex-Sattel finden. Jetzt, nachdem wir den gelernt haben. Also ich habe in der Zwischenzeit jede Menge Rundflüge gemacht und so weiter. Habe mir dann hier und da und dort was angeguckt und auch jede Menge Airdrops mir geholt. Oh, guck mal. Ganz viele Rexe da unten. 20, 20 und so, dann gehen wir da mal töten. Der Kano ist zum Glück auf der anderen Seite, sonst würde er hier die Rexe auch noch pushen. Ja, also viel war in den anderen Airdrops, die ich gefunden habe, aber nicht. Es waren zwar ein paar hübsche Sachen dabei, aber nichts, was ich jetzt großartig mir ins Hirn gebrannt hätte, dass ich euch das jetzt unbedingt sagen will. Kleinkram. Da kommt ein Jütti an. Oh! 150! Ja, das wäre doch was, was Papas Liebling gerne haben würde. Aber ich glaube, der kriegt da hinten so aufs Maul, dass ich keine Chance haben werde, ihn noch zu zähmen. Es ist eine Überlegung, es ist wirklich eine Überlegung. 150, obwohl jetzt, ich muss mal eben auf mein externes Programm gucken. So, eingestellt. Das wären 3 Stunden. Ne, das ist mir jetzt zu spät. Schade, das ist mir zu spät. Ich hoffe, dass der ja eventuell bis zum Wochenende durchhält oder wir am Wochenende nochmal einsehen. Weil 3 Stunden, das ist mir doch zu viel. Also gerundete 3 Stunden, ne? Wenn ihr nachguckt, seht ihr ja, dass es keine genauen 3 Stunden sind, aber immer noch hoch genug die Zeit. So, Kano und Rex erledigen, bevor ich an den Alpha gehe. Das
Herr Neurer. Hast du doch irgendwas kleines Schwerte da noch über dem Wasserraum? Ja, jetzt muss ich aber mal eben kurz warten. Wie gesagt, Rex muss vorher weg. Ja, nee, da hinten schafft das nicht. Da, der ist so rot. Der kriegt von allen Seiten da hinten aufs Maul. Da können wir jetzt höchstens seinen Tod miterleben, aber da war's schon. Zack, da ist er hinüber. Gut, dann haben wir zumindest einen schönen Tod mit. Aber nicht zum Glück, nicht unseren Mensch. Heidewitzka. So, Rexy. Schön, dass du zu mir kommst. Ich hatte schon überlegt, wie ich dich dazu überrede, kriege, zu mir zu kommen. Oder wie ich dann. Ja, wie gesagt, hättest du nicht gebrüllt, hättest du vielleicht selber auch nochmal einen Biss machen können. Aber so. Letztes Mal aufheilen. Wenn schon richtig. Also, letztes Mal aufheilen, bevor wir in den Kampf starten. Moment, ich sehe gerade. Ich habe nichts zu trinken. Nur für den Fall, dass ich den Kampf oder dass sich der Kampf ein bisschen länger hinzieht. Dann werden wir vielleicht gezwungen sein, auch was zu trinken. Und ja, das muss man natürlich alles timen. So, ihr werdet erstmal hier weggeschnitzelt, weil ihr steht da auch schon seit ewig und drei Tagen rum. So, jetzt langsam rantasten. Andere an Fleischfressern weg und dann geht's in den alles entscheidenden Fight. Ja, dauert noch einen Augenblick. Schauen wir noch mal eben. Matten. Immer noch nichts. Dann können wir das direkt droppen. Alles, was uns unnötig belastet im Moment, kommt weg. Beziehungsweise, wo ich weiß, dass ich das nie mehr brauchen werde. So, mache ich das jetzt? Wie gesagt, 2000 Punkte Differenz. What the fuck? Was ist das denn bitte? Wie kommt denn ein Drache hier hin? Ein Wyvern. What the fuck? Wo kommt der her? Bin ich hier so nah an dem Spot? Ich hab's noch nicht gesehen. Ich hab also keine Ahnung, wo der Wyvern jetzt herkommt. Aber dann war das doch so. Ich weiß nicht, könnt ihr euch dran erinnern? Einige Folgen ist das jetzt schon her. Da habe ich die Befürchtung gehabt, hier einen wilden Wyvern gesehen zu haben. War mir dann nicht sicher. Und würde fast sagen, da ich jetzt hier einen habe, dass die Bestätigung, dass es hier Wyvern gibt. Was bist du für ein Biest, ey? 160.
Ein 160er Eiswüfer. Lecko funny. Gut, dass ich das gesehen habe. So, ich keinen Schaden. Das ist nicht der Rede wert. Mein Jüti. Denke, der hat uns mit seinen Buffs sehr gut supportet, hat aber fast auf den Arsch gekriegt. Also. Der hat ordentlich was einkassieren dürfen. Ja, und dem müssen wir jetzt gleich auf jeden Fall erstmal Fleisch geben. Der Bronto. Hat auch 5000 Schaden kassiert. Meine Güte. Also nicht übel, so ein Wüfern. Aber das heißt natürlich für uns, wir müssen dringendst hier eine Def für Wüfern aufbauen. Und das würde heißen, dass ich hier auf diesem Stein, der würde sich nämlich jetzt gerade anbieten, hier einfach mitten drauf, eine kleine Plattform baue später, wo ich dann die Plant X einfach mal drauf baller. Und ja, mit einer entsprechenden Menge haben die Wüfer dann keine Chance. Da können dann hier ruhig ein, zwei hinkommen. Und wichtig ist dann einfach nur, dass meine Tiere gesaved sind. Meine Güte. Gesichert sind. Fangt auch schon an. Ah. Das wollte ich eigentlich nicht. Also so ins Englische verfallen. So Deutsch-Englisch. Wenn ich von so ein paar Erklärungen absehe, na, also wenn ich jetzt über meine Bauten spreche und so weiter, dann benutze ich die englischen Begriffe natürlich, weil ich das ganze Spiel ja auf Englisch gestellt habe. Deswegen bietet sich das an, da bei den englischen Begriffen zu bleiben, wie Foundation und so weiter. Aber alles Weitere möchte ich dann doch schon ganz gerne im Deutschen auch lassen, weil ich finde, Deutsch generell ist eine schöne Sprache. So, Jüti. Dann drehen wir hier wieder um. Stell dich wieder so wie vorher auch hin, damit ich das so ein bisschen weiß, ob sich was getan hat. Oder wäre es sinnvoller, wenn ich dich ins gleiche Gehege stelle? Ich glaube, es ist sinnvoller, wenn ich dich ins gleiche Gehege packe. Komm, wenn du, ich wollte schon sagen, wenn du durch ein kleines Tor passt, dann wirst du hier auch reinpassen. So. Und sitz. Ich werde jetzt ein bisschen Fleisch organisieren und ja, ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. War doch actionreicher, als ich gedacht habe. Und wenn ihr es noch nicht getan habt, klein Klick auf den Like-Button und über ein Abo würde ich mich natürlich auch freuen. Ansonsten ab in die Kommentare mit euren Tipps, Tricks und Anregungen. Wir sehen uns. Tschüss.